Deutschlandachter hier in den Zielbereich. Es ist natürlich cool, mal wieder jetzt so in die Saison zu starten. Der Winter ist ja immer sehr ungemütlich beim Rudern, aber hat total viel Spaß gemacht, jetzt mal wieder 2000 Meter zu fahren. Und ich glaube auch, das ist ganz gut gelungen hier für den Anfang, mal gut in die Saison zu starten. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen vergessen, wie anstrengend Achterfahren überhaupt ist. So, das ist einfach eine viel höhere Bootsgeschwindigkeit und da musste jetzt erstmal am Wochenende reinkommen. Und erschwerend war ja noch dazu, dass wir ziemlich undankbaren Gegenwind hatten, eigentlich schon gegen Sturm. Und das hat die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher oder angenehmer gemacht. Wir sind das Ganze aus dem Training gefahren, das heißt, wir haben uns nicht speziell darauf vorbereitet und konnten jetzt so die Rennen so ein bisschen aufbauen. Haben uns jetzt jeden Tag was vorgenommen, was wir, denke ich, ganz gut umgesetzt haben. Und da war es eigentlich gar nicht schlecht, so, um jetzt mal noch nicht schon die Hochkaräter als Gegner zu haben. Wir haben uns halt vorher ganz klare Ziele vorgenommen, die wir auch dann versucht haben umzusetzen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch dieses Jahr unsere Stärke sein könnte, auch sich erstmal auf uns zu fokussieren, unser Rennen zu fahren und dann zu schauen, was am Ende drin ist. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die erste Regatta, wo man dann auf die internationale Konkurrenz trifft. Und ich bin gespannt, wie wir da abschneiden werden. Ich glaube, wir dürfen dieses Jahr keine Mannschaft unterschätzen. Also gerade auch die Neuseeländer, die eine sehr junge Mannschaft sind und letztes Jahr sehr schnell waren, können dieses Jahr super gut sein. Und es gibt einige Mannschaften, die wir da auf dem Zettel haben müssen. Und beginnt ein neuer Zyklus und deswegen müssen wir uns auf alles gefasst machen und jetzt in 2 Wochen nochmal richtig arbeiten.